Guck dir mal den Typen an. Da. Warte mal, wo ist denn da oben? Und sein Fuß? Sein Fuß steckt. Sein Fuß steckt in der Scheibe drin. Okay, da kann ich nichts mehr mit anfangen. Oh, hier, die sind auch ganz niedlich. Jetzt habe ich die Augen noch offen. Friday können Sie ausschlafen, aus der ganzen Region strömen an diesem Tag. Händler nennen diesen Black Tag ihren Super Bowl. 140 Millionen 9000 Geschäfte in der Wechseln am Freitag waren für viele Millionen Dollar Geschäften erwartet werden. Die Grippesaison so früh wie noch nie. Sie hat bereits scheint begonnen. Es sich um eine unbekannte Art der Grippe zu handeln. Ebenfalls eine Tatsache, die selbst Experten unvorbereitet trifft. Will nicht spekulieren, aber solch... Zurück zu den Nachrichten. Meldet als erstes Blatt einen bisher unbestätigten... Haben reichlich für den Fall eines Pockenausbruchs trainiert. Die Nationalgarde, die sich bei keine Züge, die Brücken sind gesperrt. Hier die ist Pocken Kriegsgebiet. Sind eine echte mehr Gefahr. Tote als durch AIDS dass oder es Ebola. Nicht genügend Impfstoff da gibt, um alle... Unterbrechen. Steht kein Grund, in Panik zu verfallen. Eine komplette amerikanische Stadt. Inzwischen das grüne Gift genannt, wurde der Central Park in ein Massengrab umgewandelt. Meldungen von Stromausfällen, Gaslecks und Bränden. Die Regierung scheint keinerlei Ressourcen. Eine weitere Nacht im Zeichen von Plünderung. Die Einwohner von New York bitten eindringlich. Alle verfügbaren Einheiten. Brand an der Ecke Houston und Mehrheit unserer Ersthelfer ist entweder tot. Keinerlei Ressourcen mehr. Die behandeln uns wie Tiere. Nicht unser Job, dafür sind wir nicht aus. Als wir aktiviert wurden, wussten wir, dass die Lage schlimm ist. Weit schlimmer als bekannt. Wir sind hochtrainierte, eingebettete Elite-Agenten. Wir werden gerufen, wenn alles andere versagt. Wir haben keine Regeln und keine Grenzen. Unser Job ist, die Reste zu schützen. Wir sind Ihre Kollegen. Wir sind Ihre Nachbarn. Wir könnten auch Ihre Freunde sein. Aber werden wir gerufen? Lassen wir sofort alles zurück. Wir sind The Division. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, und wir spielen The Division. Und ich bin gerade noch ein wenig geschockt, weil eine Frau bin ich nicht. Aber zum Glück kann ich das ja noch ändern, nicht wahr? Wunderschön. Und dann können wir uns endlich mal alle Features angucken, die im Endeffekt das Spiel jetzt zu bieten hat in der fertigen Version. Und als erstes werden wir uns natürlich mal ein paar Gesichter reinziehen hier. Okay, ich spiele bei DayZ im Endeffekt. Ja, so eine frohe Natur wie ihn hier auf Nummer 3. Oh Gott. Du wirkst leicht depressiv. Lenny Kravitz ist auch dabei. Gut, den hatten wir in der Beta. Oh, er sieht aus wie ein Fisch oder so ein... Oder? Oh, herrlich. Scheiße. Okay, wir nehmen ihn hier und stylen uns ihn noch ein bisschen zurecht, glaube ich. Hautfarbe, die ist eigentlich an sich ja okay. Grüne Augen machen wir. So. Jo. Ich wollte eigentlich eine Glatze. Was? Jetzt habe ich da so ein paar Pollen auf dem Kopf. Ja, das sieht ja auch nicht besser aus. Oh. Gundam Man. Auf keinen Fall. Dann nehmen wir doch das kurze Ding und ein Bart. Ne, nehmen wir mal den. Der sieht noch ganz gut aus. Die Haarfarbe. Rot. Warte. Nein. Okay, sieht ein bisschen zu dämlich aus. Wir wollen doch ernst genommen werden, nicht wahr? Ja, liebe Freunde, ihr wundert euch wahrscheinlich schon, warum ich keine Facecam benutze.
Und zwar mache ich das aus dem Grund, weil ich mit euch hier hauptsächlich die Kampagne bzw. die Hauptmissionen spielen möchte. Und das möchte ich natürlich in höchster Qualität mit DxStory aufnehmen und nicht über OBS. Da ist die Qualität, ihr habt das an der Open Beta ja schon gesehen, doch wesentlich schlechter. Natürlich werde ich so Dark Zone Sachen natürlich aufnehmen und auch streamen und dann wieder mit Facecam, weil das auf jeden Fall wesentlich lustiger ist. Aber gerade für die Hauptmission, damit man da mehr reinsteigen kann und sich mehr reinversetzen kann, dachte ich, ich mache das so mit richtig guter Quali, damit ihr das auch vor euren Monitoren oder Fernsehern richtig schön genießen könnt. Und jetzt suchen wir uns mal ein paar Narben aus. Ein paar ist gut, wir haben bloß 5 zur Auswahl. So quer durchs Gesicht sieht auch irgendwie so gewollt aus. Na, wir nehmen mal hier die Zielmarkierung. Kriegsbemalung. Oh mein Gott. Was denn jetzt? Was soll denn? Nee, okay. Wir nehmen keine Kriegsbemalung. Wir gehen da wieder auf 1 zurück. Aber ein Tattoo wählen wir uns aus. Sättigung, 100%. Ja, noch dazu, liebe Freunde, ich sepp hier einfach mal weiter, während ich quatsche. Ich habe jetzt die Grafik auf allerhöchste... Was ist denn nun los hier? Jetzt ist er wieder gesprungen. Ich habe die Grafik auf allerhöchste Details gestellt. Also wirklich mehr geht nicht. Damit ihr natürlich die beste Qualität abbekommt. Das Einzige ist jetzt bloß, dass natürlich dadurch die FPS-Zahl ein bisschen leidet. Ich wollte, dass er eigentlich 60 FPS für euch aufnehmen. Klappt dann nicht. Jetzt ist so die Frage, ihr könnt euch das ja heute mal angucken. Ich werde das heute mit 30 FPS fest aufnehmen, dabei aber höchste Details und mit Anti-Aliasing etc. wirklich das allerhöchste, was irgendwie geht. Und ihr könnt mir sagen, was ihr, ob ihr lieber FPS wollt oder ob ihr die maximale Qualität möchtet. Ich nehme jetzt mal das Tattoo hier, ich finde das eigentlich ganz schick. Ja, das nehmen wir mal, damit wir hier auch weiter langsam mal zusehen. Piercings und Brille. Ne, Piercings, da steht nicht so drauf. Ui, schickes Ding, jo. Nein. Nein. Oh ja. Den sehe ich aus wie Dingens hier. Ich komme jetzt nicht drauf. Wie heißt er denn? Aha, schreibt mal in die Comments, wenn ihr wisst, welche Serie ich meine. Wir nehmen die Brille und bestätigen unseren Agent. Intelligent System Analytic Computer aktiviert. Alle ISAC-Systeme sind online. Gehen Sie für den Waffencheck an der markierten Stelle in Deckung. Okay, jetzt machen wir hier so ein kleines Tutorial. Eigentlich brauche ich das nicht, aber ich denke, ich kann das ja fix abarbeiten. Rennen will er noch nicht. Da bin ich anscheinend noch nicht ausgebildet genug zu. So. Habe ich. Initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Okay. Primärwaffentest erfolgreich. Jetzt möchte er was haben? Sekundär oder was? Haha, als ob ich es geahnt hätte. Huch. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. So. Sekundärwaffentest erfolgreich. So, gut, und jetzt? Willkommen an Bord, Agent. Aha. Ich bin Louis Chang, Division Commander der Nordost-Sektion. Sie wurden aktiviert, weil Brooklyn gefährlich instabil geworden ist. Isaac hat uns über Ihre Fortschritte informiert. Begeben Sie sich zum nächsten Safe House für die Entgegennahme der Gesamtausrüstung. Okay, das werde ich tun. Wo müssen wir da hin? Genau, hier hin. Dann rennen wir mal schnell. Bam, 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 bam. Ja, ihr wundert euch wahrscheinlich, weil ich ein bisschen später dran bin als manch andere YouTuber, was The Division angeht. Das kotzt mich selber auch ein bisschen an. Ich hatte bloß ein paar Probleme mit DxStory bzw. meinen Audiotreibern. Ich habe nämlich keinen Sound aufnehmen können. Ich habe die Bestätigung, dass Ihre Mitagentin Faye Law hier eingetroffen ist. Melden Sie sich bei ihr, wenn Sie reinkommen.
Ja, wie gesagt, der Audiotreiber, und dann hat er kein Audio aufgenommen, und ohne Audio bringt euch das ganze Spiel ja nichts, also muss ich gucken, was da das Problem ist. Und ja, ich habe das nicht allzu schnell rausfinden können, im Endeffekt, ja, jetzt habe ich es auf jeden Fall geschafft, jetzt nehme ich auf und jetzt geht das auch Betreten eines sicheren Bereichs. Los hier. Ich habe hier einen Teil, das nach Ihnen ruft. Oh yeah. Guten Tag. Oh ey, ehrlich, du hast dir die Alter, du bist doch bescheuert. Schön die Face-Tarnung aufgeknallt. Und was ist sie hier? Oh mein. Ja gut, alles klar. Die stylen sich alle so, als wenn da so Raver wären, wa? Wo soll ich denn hin? Da. Wir verlieren das ganze Viertel. Plünderer sind unterwegs. Sehr viele. In unsere Richtung. Gehen Sie dort in Stellung. Da kommt noch ein Nachzügler. Agentin Fei Lau, Division. Zur selben Zeit aktiviert wie Sie. Wir sind die zweite Welle, die losgeschickt wird. Ich weiß nicht, was aus der ersten Welle wurde, aber so wie es aussieht, gibt es noch jede Menge für uns zu tun. Wir haben nicht viele Infos und wir können uns nicht erlauben zu scheitern. Nicht, wenn Manhattan abgeriegelt ist und Brooklyn auf der Kippe steht. Leute wie ich und Sie sind die Letzten, die noch die Stellung halten. Mit ein bisschen Glück können wir schon mehr sagen, wenn wir uns mit dem Commander treffen. Über die Gesamtsituation, über die Straßen in ein Kriegsgebiet verwandeln, über alles, was uns helfen kann, unsere Arbeit zu tun. Nun entschuldigen Sie mich. Lieutenant? Officer Hazen und sein Team kümmern sich um die Lageberichte. Wenn Sie einen Krisenherd suchen, wenden Sie sich an ihn. Schließen Sie Ihre Aktivierung am Terminal ab, um Ihren Directive 51 Einsatzstatus und Ihre Ausrüstung zu erhalten. Ja, das werde ich doch mal tun. So, was hier? An den Laptop muss ich ran. Dankeschön. Identität überprüfen. Wer bin ich denn eigentlich? Bestätigt. Ja, danke. SHD-Ausrüstung aktiviert. SHD. Lauf ich doch gar nicht. Aber falls du mir irgendwas andrehen willst, ich habe noch nicht mal Kohle. Siehst du die Null bei meinen Coins hier? Hallo, hast du gerade den... Pack bitte die Sachen wieder zurück, die du da gerade aus dem Koffer rausgenommen hast. Die Madam, der Koffer gehört, die möchte das bestimmt wieder haben. Du Spinner. Ja, da guckst du, wa? Schön, so eine Hipster-Frisur. Du fühlst sie ganz toll, wa? Hier geht's ums Leben retten und nicht um irgendwelche Stylings. Warnung. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Isaac kann Funkübertragungen von den Orten auf der Karte abfangen. So erfahren wir ein bisschen mehr über das, was sie erwartet. Gut. Ach, ich muss die Fertigkeit zuweisen. Habe ich ganz vergessen. Okay. Auf E. Perfekt. Mehr geht noch nicht. Jetzt muss ich da hinten hinrennen. Das ist doch hier gleich um die Ecke. Und nur eine MP5. Also drei Waffen können wir auch noch nicht mit rumtragen. Das geht wahrscheinlich dann erst ab Level 4 wie in der Open Beta. Und ich renne falsch, Leute. Ich renne falsch. Auf jeden Fall sehen wir jetzt auf jeden Fall mal Gebiet, das wir vorher in der Open Beta selber noch nicht gesehen haben. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich hätte jetzt da drin bleiben müssen, oder was? Nee, hier ist das Safe House. Doch, ich muss da hin. Oh. Gott sei Dank, Sie sind da, Agent. So habe ich Brooklyn noch nie erlebt. Wir halten nur mit Mühe durch. Ich bin Ihr Kontakt für Notfalleinsätze. Ist eine Menge los. Das lässt nicht nach. Oh Mann, wenn das hier vorbei ist, habe ich kein Haar mehr auf dem Kopf. Ja, Meister. Das habe ich jetzt schon nicht, von daher habe ich nichts zu befürchten. Hey, das sollten Sie sehen. Nee, guck ich mir nicht an, du Verkäufer-Schwanzer. So, gehen wir mal zum Nebeneinsatz. Ups. Gucken wir mal, was wir machen dürfen. Auch gleich hier um die Ecke, Mensch. Das geht ja fix. Ich dachte schon, ich muss wieder ewige Laufwege. Haben die wöchentliche Nahrungsmittellieferung aus dem Verteilzentrum in Brooklyn Heights gestohlen, um sie an Hungernde zu verkaufen. Die wollen nur vom Leid der Menschen profitieren. Holen Sie die Vorräte zurück. Das ist ja nur alleine. Ja, und nu? Das war's? Ja, danke. Oh, scheiße, der ist tot. Vermisste Vorratskiste geortet. Vorratsgedacht, die haben wir auch noch weggeschleppt. Oder mal hinterher hier, bevor sie die Vorratskiste weghauen da.
Das Coolste ist, habt ihr das mal gesehen gerade, wenn ich darüber springe, ist die Waffe auf einmal aus der Hand weg. Direkt weg. Nicht weggepackt, nichts, einfach weg. Müsst ihr nächstes Mal drauf achten. Oh! Heiliger! Komm schon. Die haben mich nicht mitbekommen. Ihr seid ganz starke Typen. Ich muss mal kurz nachladen, Leute. Warte. So. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Okay, super. Da haben wir doch so eine Vorratskiste. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Was? Wer will aus dem Maul? Du? Komm her. Komm her, mein Freund. Ich hab da noch ein paar Kugeln in meinem Magazin drin. Und du? Pass mal auf. So, das war's. Ihr wart alles, was die Leute hier zu bieten haben, oder? Oh. Die sind ja wahrscheinlich noch besonders, ne? So nicht grüne Objekte in dem Levelbereich. An alle Fahrzeuge, an alle Fahrzeuge. Ihr hört Wouldn't You Know It, den Piratensender-Podcast für paranoide Nachteulen. Hey, Wouldn't You Know It. JTF informiert. Gute Arbeit, Agent. Wir bringen das Essen zu den Leuten, die es brauchen. Ja, tut das mal. Warte mal, hier ist irgendwo ein Sack mit Loot. Ich muss da mal eben... Halt. Wo denn? Da. Rucksack. Da kann ich ja schon ein paar Manöverungen anziehen hier, ne? Oh, Schutzpanzer. Oh, wir werden hier direkt super equipped. Was soll ich dazu sagen? Ich bin... Heil überrascht, dass das passiert. So schnell. Das war's aber auch schon. Wir müssen auf jeden Fall bald mal wieder hier eine ordentliche Knarre, eine M4 oder so kriegen. Ich kann ja nicht mit der MP5 die ganze Zeit rumlaufen. Wenn dann da wieder die Flammenwerfer-Typen ankommen, dann... Hui! Dann wird's heiß. Warte mal. Nicht, dass ich jetzt gleich wieder in die falsche Richtung laufe. Ich markiere mir das mal eben. Agent, so. Wir haben von einer Geiselnahme in einer Bank erfahren. Wie es aussieht, gelangen sie durch den U-Bahn-Tunnel ins Gebäude. Sie müssen da reingehen und den Schaden in Grenzen halten. Ja, Meister, wir sind zu doll gefeiert gestern, wa? Ups. Zum Saufen haben sie immer noch die Energie bei dieser ganzen Katastrophe, ne? Auf jeden Fall mal interessant, wir haben jetzt die Vorstory gesehen, jetzt wissen wir im Endeffekt wieso, weshalb, warum. Die Apokalypse spielt aber wirklich nur in der Stadt, das heißt eigentlich der Rest der Welt ist noch intakt. Ich habe eigentlich gedacht, dass das hier irgendwie, ja, so Apokalypse ganz weltlich irgendwie ist oder was auch immer. Aber anscheinend ist wirklich nur die Stadt hier komplett abgegrenzt von der Außenwelt. Hey, ich gehöre nicht zu denen. Das erinnert mich so ein bisschen an The Dome, hat aber, glaube ich, bloß ein paar klitzekleine Gemeinsamkeiten mehr nicht. So, Tunnel betreten. Zeigen wir mal den Tunnel. Ach, da unten. Und ich nehme an, dass das dicke Ausrufezeichen, was da blinkt, mir irgendwie sagen soll, ich daran muss. Ah, das ist ein Schalter. Den werde ich mal umlegen. Ja, liebe Freunde, natürlich könnt ihr mir auch in den Kommentaren lassen, wie ihr das Spiel findet jetzt. Ob ihr es auch zockt zurzeit, wie euch die fertige Version jetzt gefällt und ob ihr es euch überhaupt gekauft habt, kaufen wollt, etc. Lasst es mir mal in die Comments. Wupp. Was denn jetzt? Ich muss hier hoch. Was, ich sollte gerade rein, jetzt soll ich wieder raus? Warnung, Feindpräsenz entdeckt. Hm? Wo denn? Ach, hi. Ich soll euch übrigens ausschalten. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Danke. Okay, man sagt ja mal Einzelschuss, aber... Bei dem Spiel ist das ja ein bisschen anders, ne? Dann nehmen wir das mit der Munition ja nicht so eng. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Mieps, 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 mieps. Da, da, da. Alles okay da draußen? Hey, ist da draußen jemand? Können Sie mich rauslassen? Ja, kann ich, durchaus. Schönen guten Tag. Das haben Sie sehr gut gemacht, Agent. Endlich.
Ich hoffe, vielen Dank. Das war danke. Schrecklich. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Okay, dann hau mal ab. Okay, wieder das Geiseln retten. Oh, guck mal, der M4. Schön. Direkt ausrüsten. Schön, jetzt haben wir aber endlich mal eine brauchbare Waffe hier. Na, nicht gegen die Wände rennen. So, ab zum nächsten Ziel. Agent, diese Plünderer haben eine Kiste Morphin gestohlen. Vermutlich, um sie zu verkaufen. Wir haben Schmerzpatienten, die die Medikamente brauchen. Versuchen Sie, die Kiste zu bergen. Falls ihr euch fragt, was das da für ein orangenes Symbol ist, von wegen Freund, das wird der Bounty sein, der zockt nämlich auch gerade. Ups. Also ihr kriegt sogar live angezeigt, wenn eure Freunde gerade auch in dem Gebiet unterwegs sind. Er bewegt sich jetzt gerade nicht direkt auf meinem Server, glaube ich. Also ich hätte ihn jetzt nicht in echt sehen können. Oh, hier geht's schon wieder ab. Scheiße. Ich gehe mal nah ran. So, da habe ich nicht so weit zu laufen. Gut, Leute, ich habe da ein kleines Problem mit euch. Warte. Mit dir ganz besonders. Alter, wie er sich wegdreht. Wie er sich instant weggedreht hat und ich dadurch nicht weiter auf den Kopf schießen konnte. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. So, das markieren wir jetzt eben schnell. Vorräte zur Abholung. Oder kommen bestimmt gleich noch ein paar kleine Fixers. Sparrow 5 hier. Wir nähern uns jetzt Ihrer Position. Ja, und wo bleibt ihr? Warnung. Feindkräfte nähern sich. Von... Oh. Ein Gegner zu viel. Es ist jetzt vorbei. Oh, oh. Was ist das für ein komisches Pfeifen ab und zu? Da verjagst du dich ja. Rennt doch nicht um mich rum, Typens. Wo wollt ihr denn hin? Oh ja. Ich höre ja ernst jetzt hier. Da kommen noch mehr. Was ist denn jetzt los? Nein, 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 nein. Gut, da scheint es ja gewesen zu sein. Nein. Bestätigt. Sparrow 5 ist vor Ort und kampfbereit. Da ist immer noch einer. Meine Güte, ich dachte, ich hätte euch jetzt langsam alle gehabt. Keine Gegner mehr entdeckt. Gute Arbeit, Agent. Jetzt können die Verletzten endlich ihre Medikamente erhalten. Guck dir mal den Typen an. Da. Warte mal, wo ist denn da oben? Und sein Fuß? Sein Fuß steckt. Sein Fuß steckt in der Scheibe drin. Okay, da kann ich nichts mehr mit anfangen. Oh, hier, die sind auch ganz niedlich. Jetzt sind die Augen noch offen. Gottchen. So. Wollen wir wieder ernst bleiben? Ja, ihr seid auch da endlich. Ja, hau rein. Meister, Eder. Kann ich den Kram nicht hier mitnehmen, der hier noch hier liegt? Oder was? Ne, das ist im Auto drin. Und da fehlen mir natürlich die Autoschlüssel. Angewinkelter Griff. Na gut, dann ziehe ich erstmal wieder den Kram an. Das ist natürlich beschissen. Jetzt muss ich hier andauernd ins Inventory, um die Sachen anzulegen. Aber ich möchte natürlich auch besseren Schutz. So, dann können wir auf die bestimmt den angewinkelten Griff draufpacken. Ja, ein bisschen Stabilität. Passt.
Gut. Und weiter zur nächsten. Ach, falsche Taste. Ausgezeichnete Arbeit, Agent. Vielen Dank für all die Leben, die Sie gerettet haben. Kommen Sie doch mal wieder vorbei. Wir haben hier was für Sie. Für all die Leben, die ich gerettet habe. Ich bin gerade erst gestartet. Verwechseln Sie mich mit jemandem, Mister? Ja. Die Laufwege stören mich nicht wirklich. Dadurch, dass ich im Endeffekt ja bei Daisy andauernd latschen muss, ist das für mich jetzt hier nicht wirklich allzu problematisch. Sind ja noch relativ kurz die Wege. 150 Meter. Ding, 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 ding. Oh, warte mal. Jetzt lassen wir doch einmal ganz kurz die Atmosphäre auf uns wirken und betrachten einmal die Grafik. Okay. Ich kann nicht langsam schwenken. Es ruckelt. Weil meine Maus von der DPI einfach zu stark eingestellt ist gerade. Naja, gut. Auf jeden Fall sieht das Hammer aus. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das alles echt sehr schick gemacht. Echt schön. Ja doch, also grafisch überzeugt mich das Spiel auf jeden Fall. Da bin ich sehr von angetan. Sehr von angetan. Und wir rennen wieder hoch und holen uns unser Lob ab. Sie betreten einen sicheren Bereich. Jo, haust rein. Wo ist er denn? Mein Friend? Da. Hello, ich habe alles richtig gemacht. Fantastische Arbeit, Agent. Sie haben gerade noch den Deckel draufgekriegt, bevor es überkochen konnte. Wir alle danken Ihnen. Was Sie getan haben, bedeutet mir persönlich sehr viel, da ich mein ganzes Leben in Brooklyn verbracht habe. Hier trinkt irgendeiner Kaffee, habt ihr das gehört? Bilden Sie Teams mit anderen Spielern? Nein. Hey, das sollten Sie sehen. Nvidia Kerox. Mhm. Ah ja. Oh, warte mal. Munition sollte ich vielleicht mitnehmen. Bevor es jetzt weitergeht. Siehst du? Agent, so. Wir haben gerade einen Notruf aus einem lokalen Polizeirevier erhalten, das wir als Verteilzentrum nutzen. Es wird von Plünderern angegriffen, die offensichtlich Geiseln gegen Medikamente eintauschen wollen. Sie müssen dorthin, die Gefahr ausschalten und alle Geiseln befreien. Warnung! Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Okay. Müssen wir wieder rennen. Jetzt scheint ein Einsatz auf uns zu warten. Hi, was macht ihr da? Hey, oh. Was ist hier los? Hey, das habe ich gefragt gerade. Oh, Weihnachtsmusik. Leider schon vorbei. Okay. Hier. Ach hier. So. Und jetzt? Escape zurück. Okay, gut. Was Agent, jetzt? Oh. Bringen Sie das Revier wieder unter Kontrolle. Verlieren wir es. Verlieren wir Brooklyn. Das Revier? Im An... Wo denn? Oh. Ganz ruhig bleiben, Leute. Mensch, oh, haut er sich... Wollt ihr mich eigentlich ver... Die sich ja direkt in meine Schusslinie. Ich glaube, die haben Granaten. Mal gut, dass Friendly Fire ja hier nicht möglich ist, nicht wahr? Boah, ich krieg jetzt wieder die Granate ab. Das müsste ausreichen. Wir sind, die sind nicht organisiert, ihr Typen. Agenten zur 84. geschickt, aber alle Eingänge sind blockiert.
Division, das ist die beste Nachricht seit Monaten. Kommen Sie von hinten über das Parkhaus. Verstanden, Agent? Da geht's rein. Los. Scheiße. Mach hin. Mach hin. Nu. Na komm. Lug vor. Wenn du nicht kommst, komm ich, mein Freund. Oh, das war grob veraimt. Ja, mit dir war ich halt noch nicht fertig, mein Freund. Aber hier ist noch irgendwer. Irgendeiner ist hier noch. Warte. Ich bin schon wieder ein Lootgeier, ne? Wahrscheinlich durfte ich hier gar nicht hinrennen. Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Wer ist da hinter mir? Okay. Ein Police Officer. Ein Police der Officer. Feinde im Anmarsch. Oh, schon wieder welche. Klamotten, Klamotten. Ich hab da gerade noch eine Stimme von einem Gegner gehört. Irgendwas verpasst? Ne, hier unten geht's noch weiter. Checkpoint. Oh, hier sind noch mehr. La. Ja, hast du dich selbst eingenebelt, wa? Freundchen, hier nicht wegrennen. Na. So, Parkhaus dürfte sicher sein. Boah, hier sind noch ein paar Gegenstände fallen gelassen worden. Die möchte ich aufheben. Halt, was haben wir hier? Ein Reflexvisier hellbraun. Aber erstmal die Mission zu Ende bringen, bevor ich mich hier wieder ans Fashion einkleiden mache. Warnung! Feinde entdeckt! Ich glaube, da komme ich vorne ran. Okay, noch mehr habe ich jetzt gerade nicht geortet, so schnell. Achso, Geiseln finden. Na, das sieht doch. Halt, da ist ein Ausrufezeichen. So, Passwort eintippen, 1, 2, 3, 4 und. Es funktioniert, ich sag's euch, Leute. Das ist doch ganz einfach, das Passwort war doch 1, 2, 3, 4. Mensch, das hättet ihr auch geschafft, Jungs. Gut gemacht. Schön, dass ihr durchgehalten habt, ne? Finde ich super. So, ich muss hier aber rein. Ich habe hier noch was zu erledigen, wie es scheint. Warnung. Feinde in der Nähe entdeckt. Nun Toter. Brauchen wir kurz Deckung. Oh, hallo. Du bist mir eindeutig zu nah dran, mein Freund. Boah, ich habe wieder ein klasse Aim heute, ne? Oh, oh. Ey. Scheiße, jetzt habe ich ordentlich eine mitgekriegt. Falls ihr euch fragt, ob ich gerne spray, ja. Natürlich. Ich höre die Schüsse aus dieser Knarre gerne. Warnung, keine Neustartzone. Wozu sollte ich jetzt neu starten wollen? Auffüllen.
Siehst du, hier ist nämlich überall wieder ein Munitionspaket. Ich brauche mir da so gar keine Sorgen machen, dass ich mal leer ausgehen könnte. Alarm! Feinde entdeckt! Jetzt bin ich auf dem Dach. Wir gehen mal ein bisschen brachial vor. Achtung! SWAT! Oh, Granate. Ja, dann halt doch nicht so offensiv. Das Nebel. Da hat einer seine Zuckerwatte fallen lassen. Alarm. Weitere Gegner unterwegs. Hä? Ich verstehe das nicht. Ne, hier sollen irgendwo Loot-Objekte sein. Ja, ich weiß, als Loot-Messi... Oh. Ach, die schießen jetzt auf die anderen, oder? Ich hab euch flankiert, nennt man das. Friss das. Und das. Boah. Wie viele gibt's denn noch von euch? Da habe ich gerade gebrannt. Mensch, 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 jetzt mal. Jetzt ging mir das doch etwas zu brisant zu. Ach ja. Hallo, du sollst. Danke. Wieder Schutzschilde. Mensch, wo schießt denn hier noch einer auf mich? Dass er mich so aus der Ecke kriegt. Pass auf, da ich jetzt keinen Bock zu. So. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist noch einer da. Was haben wir für mich? Beschichtete Handschuhe. Schützenhandschuhe? Ach scheiße, hier ist so ein Elektro. Ein Explosionsfass, Mensch. Das hätte ich nehmen können, damit ich die Gegner leichter ausschalten kann. Aber weil ich wieder wie ein Blindfisch hier rumrenne und einfach nur meine Munition verballer, habe ich sie gesehen. Ja, Seil loslassen. Ausgezeichnete Arbeit, Agent. Brooklyn ist stabilisiert. Manhattan. Manhattan ist eine andere Geschichte. Aber sehen wir selbst. Es sind jetzt noch ein paar mehr Agenten bei mir. Wir treffen uns mit Agent Lau und fliegen zusammen. Commander Chang, Ende. Ja, alles klar. Ich werde mich nur mal ganz kurz ein bisschen umequippen. Ich habe mich gerade eine bessere M4 gefunden, genau. Bekommen. Auch direkt einen Schalldämpfer. Eine Optik habe ich auch noch. Mensch, ich bin ja hier highly equipped gerade. Ein Magazin noch dazu? Leider nicht. Ich glaube, das werde ich nicht. Nicht zerlegen. So. Dann gibt's. Das ist immer das Schöne, wenn man noch so ein Niedrigleveler ist. Man hat automatisch schnell immer wieder neuen Loot, den man sich anziehen kann. So, irgendwas wollte ich jetzt gerade machen. Ich hab's vergessen. Ich werde jetzt hier einfach mal runtergehen. Achso, doch. Ich habe gerade Klamotten gekriegt. Ich wollte mal eben gucken. Hüte. Oh, das haben sie ein bisschen ummodelliert. Da habe ich ein paar mehr Sachen. Freizeitjacke, Cargojacke. Ich nehme mal die.
Einfach mal ein bisschen das Aussehen verändern, damit ich hier nicht so aussehe wie jeder andere auch, nicht wahr? Militärhosen. Ich nehme mal die. Stylish. So. Einfacher Trainingshoodie. Langarmiges T-Shirt. Jetzt kann ich wenigstens auch mal sehen, was der anhat. Cardigan. Langarmshirt. Wir nehmen mal das Langarm-T-Shirt hier. Kritisiert mich jetzt nicht, was ich hier anziehe. Hallo? Da hat jeder unterschiedliche Geschmäcker. Turnschuhe. Laufschuhe. Einfache Wildledersneaker. Wir nehmen mal die einfachen Wildledersneaker. Hüte. Ich habe keinen Hut? Nö. Halstücher habe ich auch keins. Outfits. Primär. Ausrüstung. Normal. Gear. Okay. So. So, wo soll ich jetzt hin? Da hinten. Da drüben. Hinter dem Gebäude ist eine Bar. Der beste Whisky Sour von Manhattan. Falls wir die Stadt retten, spendiere ich einen Drink. Sorry. Wenn wir sie retten. Ah, da kommt er. Der Rest von uns sitzt in diesem Heli. Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. Gute Arbeit, Agent. Da kommt er. Dann los! Der beste Whisky Sour von Manhattan. Bleiben Sie wach! Ich brauch Sie! Sorry. Wenn wir Sie retten. Momentan geht es Ihnen besser als mir. Shit. Die Explosion hat den Commander getötet. Wir haben einen Job zu tun.
Den erledigen wir. Es ist nur... Landung in einer Minute. Sie müssten es gleich auf der rechten Seite sehen. Ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden. Die sind alle entweder tot oder werden vermisst. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell. KTF 68 an Tower. Sicht auf den Hudson. Ja, zwei Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war ihr Taxi. Okay, JTF 68, klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue ihm. Das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zu Recht. Willkommen am Hudson Pier. Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstelle herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Der Quartiermeister ist Ihr Mann. Sie finden ihn direkt am Tor. Ich brauche eine Trage hier am Dock. Ja, liebe Freunde, das war also der Vorpart vor der Beta, den wir jetzt gerade gesehen haben. Ab jetzt geht's mit der Situation los, in der wir normalerweise in der Beta gestartet sind. Das kennen wir ja. Gut, und ich denke, fürs Erste soll es auch erstmal gereicht haben. Ich denke, ihr habt einen kleinen Eindruck gekriegt. Wir haben jetzt mitgekriegt, wieso, weshalb, warum wir überhaupt hier sind. Alles Weitere wird sich ja in den kommenden Let's Plays bei mir natürlich geben. Ob da natürlich auch mal der Bounty oder der Diablo etc. mit dabei sind bei diesen Missionen oder Hauptmissionen, die wir ja auch zusammenspielen können. Das werden wir so machen, wenn wir zufällig zusammen zocken. Wenn das zeitlich passt, dann werden wir das natürlich tun, weil so macht das ja wesentlich mehr Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ansonsten natürlich wie immer gerne konstruktive Kritik in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, liebe Freunde, wünsche euch wie immer was. Euer Gunshot. Are you listening? Damn.